So, Ursachenforschung betreiben. Warum fährt er nicht mehr? Ich habe jetzt hier ziemlich auseinandergerupft, das ganze Ding. Ich denke, mir bleibt hier nichts anderes übrig, als diesen Mittelteil nochmal komplett neu aufzubauen. Vorderteil und Hinterteil quasi sind ja alles in einem. Habe ich ja demontieren können. Aber ich denke mal, den Mittelteil muss ich neu aufbauen. Es liegt dort. Ja. Wenn ich jetzt hier unten drehe, man sieht hinten, das Zahnrad bewegt sich. Aber hier vorne, die Verbindung bewegt sich nicht mit. Da ist irgendwo der Fehler drin. Und ja, wir können das ja einfach machen. Wie gesagt, das muss man, wenn man es will, muss man es dann wirklich komplett neu aufbauen. Das mal hier mal gucken. Können wir hier das irgendwie demontieren, dass wir von oben reingucken können. Ja, von unten sehen wir hier jetzt nicht so wirklich was. Ja gut, ich guck mal noch ein bisschen, ne? So, ich habe es noch ein bisschen weiter geöffnet und wir sehen, da ist gar keine Achse mehr drin. Also muss ja die Achse nach hinten gewandert sein. Da sehen wir aber nichts. Ja, ich guck mal weiter. So, jetzt habe ich das komplett demontiert. Und zwar ging es um diese Achse hier oben. Die ist einfach nach hinten gerutscht. Ja, die ist jetzt hier nach hinten rausgerutscht in dieses Loch, das hier frei ist. Gut. Ich habe jetzt hier den ganzen Haufen vor mir liegen. Das ist natürlich sehr unschön. Das werde ich jetzt auch in nächster Zeit nicht bauen können. Oder weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Tja. Habe ich einen Pin vergessen reinzumachen? Und wenn man hier. Ich lege das mal kurz hierher. Moment. Das wäre ja quasi. Genau. Wenn ich jetzt hier in der Mitte einfach mal einen Pin reinmache, mal gucken. Moment. So, ein zweier Pin. Dann machen wir das hier wieder drauf. Schieben die Achse wieder nach vorne. Und dann würde das ja, ich habe es jetzt mit Sicherheit falsch zusammengebaut. Ist jetzt auch egal. Aber dann würde das ja so da drauf drücken. Dann hätten wir hier den Pin, der dann verhindert, dass die Achse nach hinten rutscht. Oder
Man macht hier einfach eine Fünfer, ne? Eine Fünfer Achse mit Stopp rein. Jo. So, wer meldet sich jetzt freiwillig, das wieder zusammenzubauen? Ja. Gut. Also, es ist jetzt klar, woran es gelegen hat. Die Achse ist einfach hintergerutscht. Und ist dadurch aus der Verbindung nach vorne rausgegangen. Gut. Hier so eine Achse mit Stopp. Die könnte man gebrauchen hier. Dann sollte das nicht nach hinten wandern. Oder wir machen halt den Pin rein. Das wäre vielleicht auch die Möglichkeit. Na gut. Ich weiß jetzt zumindest, woran es gelegen hat. Den Mittelteil müssen wir neu aufbauen. Und ja, weiß ich aber noch nicht wann. Ich wollte bloß mal ein Update geben, dass ich jetzt zumindest weiß, woran es gelegen hat. Tschüss. Okay, ich habe das jetzt in der Anleitung gefunden. Das ist Seite 33 und zwar ist es das hier. Ja, das ist dieses Zahnrad mit der 5er Stange. Hier bauen wir das ein und schieben die Achse bis an das Ende von diesem orangen Teil, so dass sie vorne noch rausguckt, damit man dann, Moment, muss man was markieren, so, dass man dann hier auf der nächsten Seite dieses Teil drauf schieben könnte. Und ich vermute mal, dass dabei auch die Achse rausgerutscht sein könnte, dass man die nach hinten geschoben hat, eventuell, kann sein, kann, weiß nicht. Und dann später, und ich denke, das ist das hier, Seite 51, das müsste diese Konstruktion sein. Die man dann dort reinschiebt. Das ist die Halterung für diesen Motor. Ja, die schiebt man hier hinten rein. Oder so. Nee, Moment. Ja doch, ist schon richtig. Nee, ist schon richtig. Das ist ja hier unten alles dran. Und das schiebt man dann irgendwie da drauf. Ich weiß. Ja, eigentlich passt es jetzt auch wieder nicht. Boah, das ist alles wild. Warte mal. Ich finde das tatsächlich nicht mehr richtig. Da ist dieses Gebilde. Ja doch, hier guckt ja die Achse, hier ist diese Achsengeschichte, diese Achsengeschichte. Und genau, das sind diese Ecken und dann bauen wir hier diese Konstruktion drauf. Dann kommt dieses Gebilde, was hier ja nach hinten rausragt, und wird dort drauf geschoben. Dann ragt das hier unten rein. Müsste eigentlich stimmen. Ja, dass das diese Teile sind. Und dann müsste das hier, entweder die Seite oder die andere Seite, sein. Die halt, wo das Loch offen ist. Was dann zu dem Problem führt, dass die Achse dort durchschieben kann. Okay. Bisschen verwirrend, Entschuldigung, aber ja. Gut, da müsste man jetzt einfach das Loch zumachen, dass die Achse nicht nach hinten weg kann. Oder halt eine Achse mit Stopp,
wo dann dieser Stopp, also dieser Teller, da nicht durch kann. Oder eventuell da einfach einen Pin rein. Oder beides. Kann man natürlich auch machen. Ich glaube, von hinten kam da nichts mehr dran, ne? Ich glaube, da von hinten war da nichts mehr durchgeschoben. Also ich würde es mit einer Achse. Sorry. Ich würde es mit einer Achse mit Stock, glaube ich, versuchen. Damit das nicht nach hinten rausrutschen kann. So. Haben wir das geklärt? Das ist der Fehler jetzt hier in dem Problem, in dem Ding. Und dann würde ich mal sagen, das war's wieder erstmal. Ne? Wir sehen uns bei einem anderen Set. Tschüss.